Kennst du das? Man hat ein Gefühl, irgendwie so ein intuitives Gefühl, man soll diese oder jene Sache genau so machen. Und nachher entscheidet man sich oft danach und manchmal eben nicht. Und später denkt man sich oft, ich hätte es genau gewusst, das war die richtige Entscheidung gewesen. Die Intuition, die innere Stimme, die könnte man viel mehr ernst nehmen. Wir könnten der inneren Stimme viel mehr vertrauen, weil die hat immer recht. Und meistens total unlogisch gegenüber unserem normalen, rationalen Kopfdenken. Ich habe vor kurzem wieder einmal meine Intuition ganz bewusst wahrgenommen und mein Tag war eigentlich ganz gut durchgestylt. Aber es war draußen total schönes Wetter und eiskalt. Und irgendwie hat sich ein Termin verschoben und alles war so ein bisschen durcheinander. Und dann habe ich mir gedacht, was jetzt? Auf einmal habe ich so einen intuitiven Gedanken gekriegt, ich sollte jetzt ein Eisfeuerwerk probieren. Dann habe ich eine Thermoskanne gesucht und habe heißes Wasser reingefüllt. Und dann habe ich mir gedacht, du willst ja sicher auch dabei sein. Dann habe ich die Kamera geschnappt und nachher habe ich das versucht. Und das ist das Ergebnis.